Und wenn wir das hier fertig abgerodet haben, dann können wir hier vielleicht so eine Erntemaschine hinsetzen. Ich wollte da auch nochmal ganz ehrlich bei dem Kollegen Rahmschmitze spionieren. Denn ich habe ganz ehrlich gesagt den Part, wo er seine Erntemaschine gebaut hat, noch nicht gesehen. Habe aber in einem anderen Part, den ich jetzt von ihm gerade verfolgt habe, kurz gesehen, wie er da war. Und es sah ziemlich abgefahren aus, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, kommt das Wasser von ihm oben so springbrunnenartig runtergeflossen. Und das sah schon ganz cool aus. Aber er ist halt noch zu sagen, er hat sie nicht angespritzt oder so in dem Part. Also ich weiß leider nicht, wie die tatsächlich funktioniert. Und wir wollen natürlich jetzt hier auch nicht eins zu eins nachbauen. Aber man holt sich natürlich schon auch Inspiration, wie sowas funktionieren und aussehen kann, bei anderen Let's Playern. So ist das im Leben halt. Hier steht einfach mal ein Block Erde im Weg. Und wir klopfen hier jetzt einfach mal sinnlos alles raus. Das ist halt so blöd, weil die Blätter natürlich eine gewisse Zeit brauchen, bis sie die spawnen. So dass ich noch nicht so ganz genau absehen kann, wann ich wo welchen Platz brauche. Hier zum Beispiel. Ja. Das nehmen wir auch mal weg. Wir können ja wieder aufforsten. Das ist ja das Schöne an diesem Spiel. Und gleichzeitig lösen wir auch das Problem, dass wir... Ist das hier ein Grafikfehler oder... Ja, okay. Weil hier... Es scheint irgendwie... Aber nee, es ist alles ein Graphic-Bug. Ich dachte schon, hier geht es irgendwo runter in die tiefen Höhlen, aber dem ist nicht so. Das irritiert mich aber jedes Mal aufs Neue hier gerade. So, die Setzlinge sammeln wir natürlich auch alle brav ein. Und ich weiß noch nicht, wie ich die Erntemaschine gestalte, dass die sich hier schon auch so ein bisschen in das Bild mit einfügt. Ich habe auch wieder nichts Probe gebaut oder so. Was ich jetzt beabsichtige, auf jeden Fall mal Probe zu bauen, ist, was ich im vorigen Part erwähnte, diese fliegende Insel, die ich gestalten möchte. Die werde ich auf jeden Fall mal zumindest in den Grundzügen Probe bauen, also dass die Plattform Probe gebaut ist. Und ja, ansonsten wird das dann auch alles live hier im Let's Play tatsächlich dann weitergebaut. Also ich werde nur mal so grob, dass ich einen Anfang habe, quasi starten und dann auch alles andere wie gehabt mit euch hier zusammen live am Mikrofon natürlich umsetzen. So. Die Fläche haben wir jetzt hier gleich schon mal so ein bisschen geräumt. Ich meine, es ist ganz interessant. Ich glaube, in die Richtung sind wir auch noch gar nicht weit unterwegs gewesen. Ich weiß gar nicht, wie die Welt da so weitergeht. Was mich natürlich so ein bisschen stört, ist, ich habe damals aus verschiedenen Gründen, wo ich diese Welt erstellt habe, da war auch gar nicht geplant, dass ich die hier so lange Let's Play oder so, habe ich große Biome und vor allem flache Biome eingestellt. Das heißt, wir werden hier niemals Berge zu Gesicht bekommen und werden dadurch natürlich auch viele Rohstoffe leider nie erhalten, was so gewisse Holzarten angeht. Ich habe da schon verschiedene Überlegungen, wie ich dieses Problem lösen werde. Unter anderem habe ich angedacht, den Bereich einfach auszuschneiden von dieser Welt und in eine neue reinzufügen, um die Weltgenerierungsoptionen zu ändern, weil ich glaube, man kann sie tatsächlich, ich habe nichts gefunden, was man sie im Nachhinein nochmal abändern kann. Also in dieser Welt werden immer flache, große Biome erstellt werden, wenn neue Welt kreiert wird, aber niemals was Bergiges oder so. Und das stört mich halt schon, weil so ein bisschen Berge oder so würde ich schon mal auch cool finden. Also eine Idee ist, wie gesagt, Dungeon-Höhlen-Geräusch. Eine Idee ist halt, diese Welt auszuschneiden und woanders einzufügen in eine neu generierte Welt.
das, was sie bisher gebaut haben hier. Eine andere Idee ist einfach, weil ich glaube, es ist schwierig, so große Teile einer Welt auszuschneiden, zumindest soweit ich das bisher mitbekommen habe. Ich bin auch überhaupt nicht firm in World Edit und solchen Geschichten, sondern ich müsste das mir tatsächlich mal beibringen. Eine andere Idee ist halt zu sagen, ich schneide kleine Parts. Kommen die denn auf einmal alle her? Eine andere Idee ist, ich schneide einfach Parts aus einer anderen Welt aus, mit Biomen, die ich so wie ich sie haben möchte, und füge sie dann in diese Welt ein. Ist nicht auch, also sind beides ganz klar, muss ich zugeben, gescheaterte Lösungen. Aber ich möchte auch keine komplett neue Welt anfangen, weil ich möchte das gerne fortführen, was wir hier angefangen haben. Und einfach gucken, wo es einen hinträgt. Vielleicht mache ich auch keins von beiden und sage, ist mir egal. Also gerade jetzt auch aufgrund dieses Projekts mit der fliegenden Insel, was mich jetzt hier nochmal anspornt, was halt in dieser flachen Welt super gut geht, weil man einfach sehr niedrig ist und auch Platz nach oben hat. Ja, vielleicht hangel ich mich auch immer so von einer Idee zur nächsten und mache deshalb gar nichts groß neu hier. So, da ist die Welt. Hier haben wir jetzt ein bisschen Platz geschaffen. Die Welt, das Haus, meine ich. Und ich glaube, wir können aber gut noch ein bisschen Platz da hinten bauen. Also ich will jetzt auch nicht so eine überdimensionierte Erntemaschine bauen. Das war die Axt. Das soll alles schon im Verhältnis bleiben. Halt nur so, dass wir für unseren täglichen Bedarf da das Essen rausrupfen können. Ich meine, das geht, weil gerade wenn wir Kartoffeln nutzen, apropos Essen, Kartoffeln nutzen, geht das natürlich auch super eigentlich mit der Handernte, weil, ja, die halt, sind halt recht, aua, die sind halt recht lang vorhalten, langlebig, nahrhaft, wollte ich sagen, das war das Wort, was mir fehlte, und da brauchen wir dann auch nicht so viel. Aber es ist, glaube ich, einfach schick, sowas zu haben. Finde ich. Persönlich jetzt. So für mich. Jo, und hier schick beleuchtetes Häuschen. Da scheint das Licht so ein bisschen unter den Schindeln raus. Da ist halt zugig hier bei uns. So, ich wollte jetzt einmal, was für ein Werkzeug ist denn gerade kaputt gegangen? Eigentlich die Axt. Jo. Eisen. Hatten wir hier oben auch noch Eisen? Nein, natürlich nicht. Eisen ist komplett auch alles unten. Steinaxt. Ach komm, wir sind ja nicht bei arme Leute hier. Jetzt geht das Gesuche wieder los. Und ich meine, es war hier vorne. Ach, hier haben wir tatsächlich auch noch, aber keine Axt. Noch, dann legen wir uns gut schlafen und dann bauen wir weiter. Eine Axt, zwei Stückchen, sehr schön. Dann können wir mit der Rodung drüben gleich weitermachen. Ich würde ja auch gerne ein aktuelles Thema anbieten, aber ich, ja, was können wir nehmen? Ich hätte hier lokale Themen, die interessieren aber von den wenigen Zuschauern, die ich sowieso habe, wahrscheinlich niemanden, weil das so viel lokal ist. Das ist natürlich recht unspektakulär. Man könnte sich allgemein über das alte leidige Thema unterhalten, dass wir Deutschen einfach zu leistungsorientiert sind und uns viel zu sehr damit kaputt machen. Ich habe auch noch Rückstoß drauf, das ist eine allgemein blöde Idee. Damit kaputt machen, immer Leistung bringen zu wollen und auch nur die Leistung zählt und nicht der Mensch an sich, und wir uns eigentlich nur hetzen, also gerade arbeitsmäßig und so, und alle sind nur noch gestresst, haben wir nicht hier gerodet. Und keiner hat mal mehr Zeit für ein nettes Wort oder eine ruhige Minute oder so. Und das geht natürlich eigentlich gar nicht. Also es ist echt enorm wichtig, finde ich, dass man sich auch auf der Arbeit wohlfühlt und dass man das ganze Leben mit einem, ja, gewissen Relaxed-Grad angeht und nicht immer nur Stress. Weil das bringt einen nicht vorwärts, das macht einen auf Dauer kaputt.
Und es ist also tatsächlich auch psychisch und körperliche Schäden, die daraus entstehen. Ich meine, psychisch kann man immer sagen, gerade wenn man da noch nie Probleme mit hatte, dann belächelt man sowas immer gerne mal. Aber generell ist das schon krass, was das mit einem machen kann. Und das ist ein schleichender Prozess, das kriegt man gar nicht persönlich immer in dem Moment so unbedingt mit. Sondern man ist eigentlich, fällt es dann nur auf, weil man irgendwann, oh, eine Höhle. Weil man auf einmal plumps umfällt und geht nichts mehr. Ich wollte jetzt hier eigentlich gar nicht stunden. Okay, da geht das da nur so rum. Das ist relativ unspektakulär. Okay, hier scheint es aber schon noch deutlich weiter reinzugehen. Wir haben 13 Fackeln, wenn die alle sind, kennen wir um. Ach, ich guck mal an, hier ist sogar Lava. Na, was wir hier mal wieder entdeckt haben. Oh, das scheint aber richtig weit runter zu gehen, ne? Hier Ende. So, ich hoffe, da spielen wir eigentlich auf Peaceful oder so, dass hier keine Monster kommen, aber kann nicht sein, weil eben draußen waren Monsters. Und ich höre hier drinnen auch so. Ah! Ein Zombie, habe ich doch gehört! So, wo kam denn der her? Da war der auch der Kopf wahrscheinlich. Da oben irgendwie, aha. So. Hier ist auch Ende. Machen wir halt gerade doch mal kurz was anderes als eigentlich geplant. Auch das ist ja nichts Neues. Sind die hier runtergefallen? Die sind doch hier runtergefallen, oder? Aber wo sind die dahergekommen? Das ist alles unlogisch, was du hier machst, klein. So. Und dann sitzen wir hier im Dunkeln. Vollkommen von Stein umringt. Das heißt, hier können die nicht wirklich hergekommen sein. Aber die sind doch von oben auf uns runtergefallen. Wir kamen die von hier. Oder da. Oder haben wir uns hier jetzt schon wieder verlaufen? So, hier ging das so rum. Dann geht es da oben noch weiter. Da kommt auch noch ein Licht. Ach, hier geht es auch wieder raus. Ja, schön. Haben wir das auch mal uns eben mal kurz angeguckt. Ist die Folge leider auch, muss ich gestehen, gleich schon wieder zu Ende. Und wir haben irgendwie noch nichts wirklich auf die Reihe gekriegt, außer hier eine kleine Lichtung zu schaffen. Die sollte von der Größe her aber eigentlich auch reichen, oder? Ich meine, bauen wir so ein klassisches Stufending? Ich werde mir da, glaube ich, bis zur nächsten Folge nochmal ein bisschen Inspiration verschaffen, was man so an Erntemaschinen bauen kann und dann hier schauen, welches ich hier hinstelle, welche Variante. Also man könnte natürlich wirklich so ein klassisches Stufending hinbauen, ist aber natürlich jetzt optisch nicht unbedingt das Schönste. So, die Bäume ringsherum wollen wir ja so ein bisschen belassen. Ja, ich werde da nochmal in mich gehen. Oh, ein Schaf. Brauchte ich Schaf gerade für irgendwas? Ich denke gerade Schaf. Ich denke Schaf nach. Was ein Wortwitz. Aber ich glaube nicht. Und dann. Alles schick. Verabschieden wir uns mal wieder für die heutige Aufnahme. Wir haben viel geredet und nichts geschafft. Wir werden hier nochmal den Lehm raus. Auch einmal Lehm nachfüllen, bis wir den so nach und nach mal weggebrannt bekommen, damit wir dann mit unserem Bau des Backsteinhauses starten können.
Hier war scheinbar out of Kohle. Also einer war. Na, ich vergesse das immer, aber gut, aber gut, aber gut. So. Schwupp. Ja, und unser Inventar können wir nochmal aussortieren. Jetzt ist auch die Musik gerade zu Ende, insofern passt das, dass wir jetzt hier nur noch die Abschlussarbeiten vornehmen quasi. So, genau. Nehmen Ziegel, nehmen Ziegel, nehmen Ziegel, nehmen Ziegel, nehmen Ziegel, nehmen Ziegel. Ach, der muss auch oben rein. Insofern lassen wir das mal. Hier war Grünzeug, ne? Da haben wir ja auf jeden Fall das schon mal wegverdünselt. Und Monster Drops waren hier. Und das kann oben weg und dann haben wir auch schon wieder alles clean hier und alles ist Chico. Ich freue mich. So, den können wir nochmal wieder wegtun. Und dann haben wir es für diese Aufnahmesession geschafft. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet, wenn wir dann unsere Erntemaschine bauen oder aber wenn wir unseren Zugast haben. Ich bin mal gespannt, wann und ob das wirklich was wird. Und was wir dann machen, das steht tatsächlich noch absolut in den Sternen. Aber wir werden es machen. Freut euch drauf. Bis dahin. Horido!